Ganz genau. Mario, was machst du denn? Du bist manchmal ziemlich crazy. Ah, Mist. Ah, warte mal, mit Kanonenhilfe geht's doch bestimmt, oder? Ich frage mich dann, wie die heißen. Renate die Granate. Lol. Habt ihr das mitbekommen? Das fand ich nämlich leider ein bisschen lame. yes. Bei dem neuen Paper Mario ist mir nämlich schon aufgefallen, dass die Begleiter einfach nur, also der erste Begleiter, den man trifft, abgesehen von dem Standardbegleiter, ist einfach ein Bobomb. Und der sieht ganz normal aus wie ein Bobomb und heißt Bobomb. Fand ich schon komisch. Und auch all die hunderte von Toads, die man sammelt, sind alle normale Toads. Und ich fand das ein bisschen langweilig und habe mir erst gedacht, da hatten die Entwickler nicht wirklich Bock, sich verschiedene Charaktere oder Toads auszudenken. Ich fand das schade, weil gerade im ersten Paper Mario waren ja eben auch die ganzen verschiedenen Figuren schon irgendwie cool. Naja, letztendlich ist es aber so, dass anscheinend Nintendo jetzt mit Mario Markenschutz aktuell ein bisschen durchdreht und die Entwickler durften keine neuen Mario-Figuren erfinden. Es wurde denen strikt verboten. Die durften nur quasi in das Portfolio der bereits existierenden Mario-Figuren eintauchen, aber die durften nicht mal irgendwie Customized Toads machen. Ja, manche Toads haben ein paar Tücher umgebunden oder so, aber naja. Finde ich schade, finde ich wirklich schade. Finde ich auch ein bisschen lame, weil da, also wenn man so ein RPG machen will, wären halt irgendwie Charaktere schon gut. Nicht, dass dieser Bobomb jetzt nicht ein Charakter ist irgendwie. Der ist witzig, der hat sein Gedächtnis verloren und so, alles bla bla. Aber naja, es ist nicht das Gleiche, wie wenn er eigen designed wäre und den eigenen Namen hätte. Tja. Ah ja, ich erinnere mich. Erinnere dich, Simba. Oder? Genau. Selbes Problem mit Geno aus Mario RPG. Die Fans wollen ihn unbedingt, wollen ihn wiedersehen, genau. Aber die Rechte sind bei Rare. Ach, wirklich bei Rare? Ich dachte, die Rechte sind bei Square. Ich glaube, die sind auch bei Square, oder? Deswegen ist nur Charakterstopp, außer es kommt ein Big End Direct. Ja, schon, aber ich meine, das war ja ein... Ja gut, keine Ahnung, aber das könnte man doch rechtlich regeln. Ich glaube, da geht's jetzt aktuell wirklich drum, weil Nintendo quasi... Ich glaube, ich falle in die Schlucht. Nein! Come on! Das war nicht gut. Square, genau. Weil Nintendo aktuell so ein bisschen Disney werden will. Videospiel Disney. Und deswegen, glaube ich, wollen die jetzt Mario noch mehr schützen quasi. Damit die Kernmarke gestärkt wird und nicht irgendwie hier verwässert wird oder irgendwie so Quatsch halt. Was weiß denn ich? Blödsinn. Aber so ist das wohl. Ich wollte nur noch schnell 100 Münzen sammeln, bevor ich mir den roten Stern hole. Weil wir hatten irgendwie schon 70 und ich habe mir gedacht, ach komm, holen wir uns zwei Sterne auf einmal. Ja. War eine gute Idee.
Dann holen wir uns jetzt erstmal einen Stern auf einmal. Nein, Eule, du hast mich verraten. Ich dachte, du bist cool. Ich dachte, wir sind Freunde, Eule. Hast schon die Ecke abgeschossen mit der Kanone. Hä? Welche Ecke mit der Kanone? Nö. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Die da. Ah, die sieht aus, als wäre sie eine Sollbruchstelle. Ah, bricht aber nicht. Na gut. Aber die hat wirklich so einen komischen Strichi-Dingi. Die andere... Und jetzt? Was ist jetzt passiert? What happened? Ah, jetzt ist da ein Stern drin. Guck dir das an. Out. Das Level mit der Ecke. Der Ecke mit was drin. Mario, mach das doch nicht. Mach lieber... Genau, das mach bitte. Here we go. Eule, bring uns zu Glück und Frieden. Oder so. Die Eule hat sehr komische Augen. Warum guckt die so? Oh. Eule, ich weiß nicht, wie ich dich steuern soll. Du bist irgendwie irrational, Eule. Ja. Wir haben im Bibberberg-Bob bei der All-Star-Edition den Rutschen-Skip unmöglich gemacht. Da ist eine Wand jetzt. Ach, dass man bei der Rutsche, also da bei der Kurve direkt zum Ende springt. Ich habe das sowieso nie geschafft. Also doch, ab und zu schon, aber so gut wie nie. Aber das ist jetzt unmöglich. Krass, krass. Schau dir das an, was die... Es ist so weird, weil offensichtlich haben die ja in das Spiel eingegriffen. Ein paar Texturen ausgetauscht, anscheinend eine neue Wand hinzugefügt, eine unsichtbare und lauter so Sachen. Aber warum dann nicht gleich irgendwie ein bisschen mehr remastern? Tja. Hatten sie wohl keinen Bock. Ich verstehe nicht, dass das gemacht wurde. Wenn man das beim Pinguinrennen gemacht hat, bekam man den Stern nicht, weil der Pinguin dich des Schummelns bezichtigt. Ah ja, schau. Komisch dann eigentlich, ne? Oh, Minecraft, ich sehe dich jetzt erst. Ist das einfach Odyssey 1? Im Endeffekt, ganz genau. Oh, man kann die andere Ecke doch auch kaputt machen. Da bin ich anscheinend beim ersten Mal nur nicht ordentlich dagegen geknallt.
verrückt. Gut, 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 gut. Nein, komm schon. Das gibt's doch nicht. Ah, ich hasse es. Ach, Odyssey ohne Cappy soll. Ach, jetzt wird. Ja. Mario 64 ist so ziemlich Odyssey ohne Cappy, das stimmt. Ohne das Verwandlungsfeature. Aber Odyssey sehr retro wieder. Odyssey ist wieder sehr Mario 64 geworden. Ich meine, die Welten sind in Odyssey wesentlich größer. Und man hat mehr Mechaniken zur Verfügung. Schon allein durch die ganzen Verwandlungen und so ist eh klar. Aber im Grunde sind die sehr, sehr ähnlich. Meine Güte, warum kann ich dich nicht töten? Ich glaube, wenn die mal wach sind, kann das sein, dass wir die nur töten können, wenn die schlafen? Nein, das wollte ich nicht. Oh Gott. Das mit Cappy sollte angeblich schon in Mario 64 2 sein. Mit dem 64 DD dann. Ah, alles klar. Interessant. Muss man ranschleichen. Ja, genau. Habe ich mir gedacht. Ich habe mich nämlich schon gewundert, als ich das erste Mal hier war, dass man die so einfach killen kann. Weil ich hatte in der Erinnerung, dass die ziemlich zäh sind und ziemlich gefährlich sind. Und habe mich gewundert, dass ich die einfach weghau. Aber man darf die nicht aufwecken. Das war's, genau. Jetzt habe ich irgendwo eine rote Münze übersehen, ne? Ah, warte mal, habe ich die... Nee, das war meine Mütze. Ich habe gerade meine eigene Mario-Mütze mit einer roten Münze verwechselt. Klingt sogar ähnlich. Münze, Mütze, ne? Kann schon mal passieren. Laufen wir einfach das Level ab. Wahrscheinlich habe ich die ganz unten vergessen oder so. Hurra! Jetzt bräuchte ich halt nur noch 12 Münzen. Dann hätte ich auch gleich die 100 Münzen-Stern-Dingens, ne? Vier Münzen noch. Na, die kriegen wir noch schnell. Ich falle bestimmt wieder irgendwo in die Schlucht und ärgere mich ganz furchtbar. Los geht's! Yeah! Oh, kann der jetzt nicht, hätte der jetzt nicht höflicherweise eine Münze droppen können, bitte, der Kerl? Unverschämtheit, oder? Unverschämtheit. Warum droppen die keine? Ah, da ist sie! Sehr gut. Ausgezeichnet. Cool. Hey! Nur noch einen Stern, dann können wir durch die nächste Tür oben. Nice. Ah, hier sind wir schon fertig. Schade. Das Level mag ich. Die Welt ist irgendwie cool. Nur wahrscheinlich aus nostalgischen Gründen, weil ich gefühlt im ersten und in dem Level die meiste Zeit verbracht habe. Zumindest habe ich da die meisten Erinnerungen dran. Na gut. Ah, warte mal. Ich glaube, hier war irgendeine Mission, die ich noch... Stimmt eigentlich. Wo ist denn der Metall...
Block eigentlich, der Eisen-Mario-Block. Das ist das. Big Boo's Burg könnte man nochmal reingehen. Ah, okay, von mir aus. Machen wir das. Hey, ich glaube aber wirklich, entweder spinne ich total oder die haben das hier draußen mit den Geistern in der DS-Version von Mario 64 verändert. Ich habe das so in Erinnerung, dass man die Geister wirklich alle jagen muss oder alle irgendwie dann sich im Schloss auch verstecken oder irgendwie, vielleicht spinne ich und ich bringe es mit irgendwas ganz anderem durcheinander. Aber irgendwas war da draußen in der DS-Version auf jeden Fall anders. Im Big Boo's Level musst Geister jagen. Das mit den Geister jagen habe ich schon gemacht. Jetzt soll ich zu Big Boo's Karussell. Warte mal. Ist das Karussell nicht das im Keller? Vom Hausmeister Kämmerchen? Da ist zumindest so eine Art Karussell. Irgendwas, das sich dreht. Ah ja. Mario, so wird das nix. Streng dich ein bisschen an. Oh Gott, Hilfe. Es ist mit dieser drehenden Plattform gar nicht so leicht, wie es aussieht. What? Was war denn das bitte? Ich erhebe Einspruch. Yeah, nice. Das war gar nicht so schlimm. In der Geistervilla kann man sich gern mal ein bisschen verlaufen. 50 Powersterne. Dann auf in die oberste Etage mit Leveln wie Glockenturm und... Ich kann mich an kein anderes erinnern, aber das sehe ich gleich. Man kann ja, zumindest in der Originalversion, wer weiß, ob die das irgendwie gepatcht haben hier, aber man kann ja die unendliche Treppe überwinden mit einem super glitschigen Glitchsprung. Sterne benötigt. Hat man das früher auch schon gesehen, wie die da oben generiert wird? Das kommt mir nämlich neu vor. Aber auf jeden Fall gibt es da so einen, genau dieser unendliche Rückwärtssprung. Den haben die gefixt tatsächlich. Ah ja.
Dann würden mich ja Speedruns von Super... Oh, oh, Awesome Games Done Quick nächstes Mal wird vielleicht interessant. Vielleicht machen die einen Speedrun von Super Mario All-Stars, 3D All-Stars, wo die quasi Mario 64, Sunshine und Galaxy am einem Stück durchspielen. Mit den ganzen gefixten Sachen und sowas. Neue Strategien. Könnte cool sein. Ich habe rückwärts die maximale... Die haben rückwärts die maximale Geschwindigkeit begrenzt. Ich habe das sowieso nie hinbekommen. Ich habe sowieso keine Ahnung, wie der funktionieren soll. Oder wie der funktioniert hat irgendwie. Ganz komisch. So, so in der Art, wie ich das gerade gemacht habe, war das irgendwie. So in der Art. Aber ja. Die wird nicht generiert, du wirst zurückgesetzt. Ja, gut. Ist ja wurscht. Aber hat man das auf dem N64 auch schon gesehen? Ich dachte nämlich nicht. Aber vielleicht schon. Wer weiß. Ich hab das nur anders in Erinnerung. Reise auf dem Regenbogen. Das klingt so schön harmonisch. Aber ich befürchte, das ist es nicht. Ja, das geht ja schon mal gut los, meine Güte. Das wäre beinahe schief gegangen. Ob ich mich da einfach ducken kann? Ja! Awesome! Oh Gott. Oh, nein! Das wäre gerade so gut gelaufen hier. Oh, come on. Diese Walljumps sind schon manchmal ein bisschen stur. Das war super. Ciao, mach's gut, Minecraft, bis bald. Okay. Nein. Warum denn? War doch nicht so Spiel. Ah, was sind wir wirklich? Ich muss einfach viel später abspringen, als es für mich den Anschein hätte. Anscheinend. Ah, super. Na, super. Oh Mann, ey. Nein, Mario! Was? Warum? Wie? Hallo! Nein! Er ist so gemein, manchmal. Der kleine Klempner.
Okay. Viel später springen. Gut. Spät genug. Here we go! Nice. Bam, 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 bam. Da gibt's echt... Ist das ein richtiges Level hier? Weil wenn das ein richtiges Level ist, dann habe ich das nicht mehr in Erinnerung und auch nicht als eines der richtigen Level abgespeichert. Aber ich habe das Spiel damals auf dem N64 definitiv... Oh, nicht auflösen! Oh, zu 100% durchgespielt. Also ich muss es theoretisch gespielt haben. Ich habe null Erinnerung dran. Na komm. Wo kommen wir denn dahin? Geheimlevel. Vielleicht habe ich das auch nicht so als offizielles richtiges Level gespeichert, weil es kein eigenes Gemälde hat einfach. Könnte schon sein. Ein extra Leben. Ich dachte, ich kriege jetzt hier vielleicht einen Stern oder was Cooles. Den Metal Mario bekommst in einem Geheimabschnitt in der Giftgrotte. Ah, ja, ja. Stimmt, ich habe auch... Das Level habe ich irgendwie ganz übersehen, wo man in diese flüssige Grube einfach springt. Das habe ich bis jetzt, glaube ich, komplett ausgelassen. Wow. Was? Den habe ich jetzt gerade von der Perspektive her ganz anders eingeschätzt. Ich dachte, der ist sonst irgendwo. Witzig. Ja, ja, ich verstehe schon. Ah, come on. Nice. Hey, hallo. Hallo. Wo auch immer diese Kanone ist, aber jetzt haben wir sie. Das ist cool. Und nun? Fahren wir wieder runter. Na gut. Folgen wir dem Regenbogen. Oh! Mario, da ist gar kein Regenbogen. Da ist nur der Tod. Oh Gott. Wie hat bei dir das Wetter mit dem Pinguin geklappt? Ich hab den ja fast... Was hast du denn deprogrammiert? So sehr habe ich den eben gehasst. Ach so. Eigentlich, ich hatte Glück, glaube ich. Aufs erste Mal habe ich den geschafft, aber ein paar Mal ist der so mit Jetpack-Boost von hinten an mir vorbeigeschossen, dass es echt nicht mehr feierlich war. Aber ich habe ihn zum Glück trotzdem aufs erste Mal dann gleich geschafft. Aber ich glaube, der ist ein bisschen ein Cheater. Das geht nicht mit rechten Dingen zu, wie der plötzlich auf einmal im Turbo-Modus an mir vorbeischießt. Aber ich kann mich daran erinnern, dass das früher ganz schön eine Hürde war. What? Oh Gott, ich habe die Perspektive gerade so falsch eingeschätzt. Aber zum Glück hat's geklappt. Die Rainbow Road.
DJ Zeppoluni ist wieder an der Cam. An der Scratch Cam. Es gibt hier zwei Regenbogenspiel. So war das nicht geplant. Oh nein, jetzt habe ich hier einen Stachi auf meinem Dingy. Aber alles gut. Oh, blaues Feuer. Oh, meine Heilige. Oh Gott. Nein, das Level ist so gemein. Ich habe keinen Bock mehr. Ich wäre beinahe oben gewesen auf dem blöden Schiff und da wäre die blöde Kanone gewesen, die ich blöd freigeschaltet habe. Und jetzt habe ich blöd keinen Bock mehr. Jetzt kann mich das blöde, die blöde Map mal blöd hier. Hallo, Backpedal, wie geht's? Alles doof. Da, gehen wir lieber da rein. Das ist bestimmt viel besser da drin. Schade. Ah, Mist. Wolken sind anscheinend von unten nicht durchlässig. An das hier kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, ich habe Mario 64 auch irgendwie die 100 Mal angefangen. Ich habe die Mütze gerade nicht gesammelt, oder? 100 Mal angefangen, aber ich glaube nur 2 Mal oder so beendet. Und nur einmal wirklich auf 100%. Deswegen habe ich hier auch einfach hinten raus und die wenigsten Erinnerungen einfach. Sind scheinbar nicht alle Wolkenplattformen. Ah, das ist ja irgendwie nice. Ich find's lustig. Stimmt, wie lässt man hier gleich nochmal das Wasser ab? Das geht unten im Keller, ne? Ah, lauter so Kleinigkeiten. Schon langsam kommt alles zurück. Allein wie viel Zeit ich damit verbracht habe, hier draußen den Außenbereich zu erkunden. Weil man sieht ja, dass hier was nicht stimmen kann. Da ist ein Gitter im Boden, da sind komische Türen unter Wasser, da ist hinten eine verschlossene Kanone. Ich bin hier stundenlang einfach nur draußen rumgelaufen, bin auf jeden Baum geklettert. Früher hat man Spiele einfach anders gespielt, also ich zumindest als Kind. Schöner war das. Vielmehr ne, mit so einem unverdorbenen Blick. Da hat man noch nicht hinter die ganzen Spieldesign-Mechaniken geblickt und die ganzen Tricks gekannt und die ganzen Lösungen im Internet sich einfach angeguckt. Da hat man einfach noch erkundet um des Erkundens willen und das war cool. So, gehen wir in den blöden Uhrenturm. Uhrenturm. Was? Ich kann nicht mehr reden. Ändert die Uhrzeit ändert irgendwas, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Rolle den Käfig. Yeah, Double Kill. Okay, mache ich. Aber aktuell habe ich noch so viele Sterne zur Verfügung, dass ich noch nicht irgendwie in die Bredouille komme. Mein Gott. In der Map hat mal jemand zufällig irgendwie einen ganz bizarren Glitch, mit dem er sich nach oben teleportiert hat, entdeckt. Und da wurde doch dann irgendwie ein total hohes Preisgeld von der Speedrun-Community auf diesen Glitch ausgesetzt, wer den reproduzieren kann. Ich weiß nicht, ob der dann jemals gefunden wurde, der Glitch. Aber da kann ich mich noch erinnern. Meine Güte, ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Ha ha ha!
Das ist zwar gerade überhaupt nicht meine Mission, aber wenn die sich schon so anbieten hier, dann packen wir die ein, würde ich sagen. Oh, das war Mission Nummer 6. Rolle den Käfig. Ah, guck, jetzt bewegen sich hier die Plattformen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das hängt wirklich mit der Uhrzeit zusammen, in der man die Uhr betritt, oder? Da war irgendwas nämlich, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, das habe ich vorher auch schon gesagt. Da, oder wenn die zumindest mit dabei wäre, ne, als zweite Version zur Auswahl, die DS-Version. Weil die war halt einfach schon ein aufgebohrtes Mario 64. Das wäre schon einfach echt cool. Das wäre auch eine gute Basis gewesen, um vielleicht ein Remaster richtig zu machen. Naja, war es hier eigentlich schon immer so neblig in diesem Uhrenturm? Oh Gott, war das knapp. Im Original war es nicht so neblig. Warum ist es denn dann jetzt hier neblig in der Remastered-Version? Was ist denn, warum? Man sollte meinen, es ist andersrum, dass die so Nebel entfernen. Weil der kann doch eigentlich nur der Performance dienen quasi. Oder der Stimmung, aber warum sollte es in einem Uhrenturm unbedingt neblig sein? Komisch, komisch. Das war tatsächlich Rolle den Käfig. Ich habe zwar, glaube ich, keinen einzigen Käfig gerollt, aber cool. Whatever. Achte auf das Pendel. Meint ihr das Pendel? Wahrscheinlich nicht. Schaffe ich unmöglich. Warum mache ich das? Bin so blöd. Dammit. Es wäre sogar ganz leicht. Man muss nur im richtigen Moment springen. Dann ist es nicht mal ein Problem. Aber ich wollte durchrushen. Und das habe ich jetzt davon. Die einzige gute Sache mit Rushen drin ist White Rushen. Aber ein Mario-Level ist mit Rushen nicht gut. Aber wann steht denn dann hier drin alles? Das war ja gerade reines Glück, dass ich vorher um die richtige Uhrzeit betreten habe, die Uhr, damit ich mir die roten Münzen holen konnte, ne? Jetzt ist sogar alles noch schneller als beim letzten Mal. Verrückt. Feuer, geh doch weg.
0 Uhr war Stopp. Und dann wird es vielleicht immer schneller und schneller. Also das weiß ich nicht, rate ich gerade. Aber jetzt ist es definitiv schneller als beim ersten Mal, als ich hier war. Krezi. Die Kamera ist manchmal so gemein einfach. Ja, und nu? Ah, da bewegt sich eine Plattform. Die hat es, glaube ich, von da oben nur nicht geladen. Deswegen habe ich die nicht gesehen. Mario, hör auf jetzt! Sei doch vernünftig. Ah, wie? Wie auch, Mensch? Die Kamera ist echt gemein manchmal. Ah, wie spät ist es denn jetzt? Ja, kommt, Leute, dann machen wir Schluss für heute. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Mario-Pause. Am Dienstag ist dann um 19 Uhr wieder Patreon-Stream. Ich weiß aber noch nicht, was da gespielt wird, weil da die Abstimmung noch läuft. Die muss ich jetzt erstmal noch erstellen, am besten heute noch oder morgen. Da wird abgestimmt. Aber dann vielleicht am Donnerstag geht's vielleicht schon weiter, entweder mit Geheimakte Tunguska oder mit Mario 64. Je nachdem, eins von beidem. Kann ich hier eigentlich speichern? Muss ich auch gar nicht, ne? Nee. Na dann. Gute Nacht, Leute. Macht's gut. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und wie gesagt, Dienstag 19 Uhr geht's mit irgendwas weiter. Mal schauen. Wir sind gespannt. Gute Nacht. Ciao.